So, wie hat ein wenig, habe ich noch ein bisschen Seelen gefarmt und Scherben gekauft und aufgewertet. Nicht viel, nicht viel, keine Sorge, keine Sorge. Nur das wollte ich halt nicht im Stream machen, weil super langweilig und repetitiv. Deswegen hatte ich das zum Teil halt gestern gemacht, weil ich gestern halt nicht gestreamt habe. So, was ich euch letzte Mal gar nicht gezeigt habe, wie ihr seht, habe ich unten eine Waffenverzauberung. Und zwar gibt es hier einmal Wunder zu kaufen, bei diesem guten Typen. Und zwar ist das hier der Wundermann. Auf der anderen Seite, was vielleicht viele am Anfang gar nicht wissen, sitzt noch jemand. Und zwar sind Wunder und Magie hier auch geografisch getrennt, denn hier sitzt noch jemand. You begging? Und der Gute verkauft nämlich auch Zauber. Und zwar offensivere Zauber. Unter anderem halt den Seelenpfeil, den der Adlige von Haus aus hat, den Flammenstoß. Und was ich mir halt geholt Sehe. habe, die Waffenverzauberung. Kennt man natürlich aus Dark Souls, damit man die Waffe mal ein bisschen buffen kann. Dafür haben wir uns letzten Part oder letzten Stream schon den Holzfokus geholt. Und ja, wie gesagt, da können wir dann ein bisschen zumindest bei Bossen mal die Waffen verzaubern. Plus, was habe ich noch gemacht? Ich habe Disclaimer auf plus 3 gebracht. Dazu habe ich diese lustigen Phalanx-Mopeds gefarmt, die wir im letzten Stream ja schon gesehen haben. Die droppen die ganz gut. Beziehungsweise in Level 2.1 beim Händler, den ich euch jetzt gleich zeige, kann man die auch kaufen, die Hartsteinscherben. Ja, und das war so das Einzige, was ich gemacht habe. Ja, meine Frau war nicht da, um mich zu schminken, Spike. Das ist wohl wahr, da ist es ein wenig rot. Kann ich nicht ändern. Achso, ja, und Emotes gibt's auch. X-Taste drücken, halten und dann einfach, wie wink ich so? Ja, so wink ich. Seid demnach nochmal offiziell gegrüßt zum Demon's Souls Stream. Hell yeah, und wir starten heute durch in Welt 2.1. Wie gesagt, Welt 1.1 haben wir Phalanx letzte Mal getötet. Weiter haben wir nicht gemacht, weil wegen die technischen Probleme. Deswegen heute weiter in den Steinfangkatakomben. Da kommt die Verrücktheit raus. Kann ich nicht ändern, ist halt so. Wie gesagt, ich könnte es halt nur abschminken. Habe gerade noch mal eingecremt, weiß ich nicht. Ist halt auch ein bisschen rau. So, und jetzt sind wir in der guten 2-1er-Welt, den Steinfangkatakomben. Hier hatten wir letzten Stream noch den Lurchi erwischt. Der war hier, da sind wir hingewetzt und den haben wir dann einfach kaputt gewämst. Da hatten wir auch ein paar Scherben bekommen. Und da hinten war, glaube ich, nichts mehr. Oh, geil laut. Das heißt, wir können jetzt in die andere Richtung. Und hier kommen wir im Moment noch nicht rein, weil es noch zu ist. Da unten ist irgendwann ein Schmied. Das heißt, wir müssen diesen Mechanismus hier irgendwann mal anbekommen, dass es quasi ein Fahrstuhl wird. Ziemlich geiles Level-Design, was, ne, kann ich mich nur wiederholen, was ich in Dark Souls 2 ein wenig vermisse, ja. Und hier, wie gesagt, bei dem kann man die ersten Scherben kaufen mit dem Unlimited Supply. Hartsteinscherben und Scharfsteinscherben. Hartsteinscherben sind für Stärkewaffen. Scharfsteinscherben sind mehr oder minder für Dexwaffen, einfach mal so grob gesagt. Ja, das war's. You want to play? Well, you've got. Ja, hier gibt es irgendwann Feuermöpse, denn da oben. Na gut, das sind noch nicht mal Feuermöpse, das sind Steinwerfer-Mopeds. Die werfen einfach mal riesige Steine. Wie man hier sieht. Garantiert wird mir gleich so ein Stein schon wieder auf den Kopf. Ja, ich sehe es kommen. Ich sehe es kommen. Moment, ich muss mal eben. Ich hänge hier noch am Kabel. Hat dann das Pad natürlich wieder nicht geladen. Ein bisschen bequemer hinsetzen. Ah, weil ich sowieso schon nervös bin und dann auch unbequem sitzen. Ich werfe mir hier gleich die Welt auf den Kopf. Ich sehe es doch kommen. Ich sehe es doch kommen. Nein, wir haben es geschafft. Ja, wir sehen uns leicht da oben. Ich weiß, da ist noch was drin. Da hinten liegt nämlich auch was, was man looten kann. Aber da ist halt die Gefahr, dass man halt eben diese Steine hier auf den Kopf geschmissen bekommt, wenn hier die Monster-Mobsies irgendwann Steine runterwerfen, was sie gerade nicht tun, weil sie das Tracking verloren haben.
Kreuz drehen. Natürlich machen wir das. Wird von vielen am Anfang übersehen. Und damit aktivieren wir hier, glaube ich, erstmal diesen kleinen Fahrstuhl. Ja, tun wir. Damit können wir dann nämlich gleich die Klötzchenwerfer kaputt machen. Aber wir gucken uns erstmal hier in dem Raum rum. Achso, ja, ich habe im Moment das kleine Schild an. Einfach damit ich vielleicht auch nochmal parieren kann. Dafür komplette Rüstung. Was habe ich sonst noch? Ja, Ring habe ich. Ring des Diebes und Ring der Adhäsion. Also nichts Spektakuläres im Moment an Ringen. Und wie man hier halt sieht, ich habe es natürlich im Gamma schon ein bisschen höher gestellt, sind halt diese Mobs, die hier einfach ein bisschen rumgurken. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, ob die mich nur nicht angreifen, weil ich den Ring des Diebes habe, oder ob die mich grundsätzlich nicht angreifen. Da bin ich mir ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr sicher, weil ich hier eigentlich immer mit Ring des Diebes reingehe. Und dann können wir mal einfach alles backstammen, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Und nochmal eine Schafsteinscherbe looten. Ja, Schafsteinscherben ist jetzt für mich nicht so spannend. Wie gesagt, ich hätte lieber mal mehr Hartsteinscherben. Und große Hartsteinscherben, die hätte ich am liebsten. So, jetzt kommt der Teil, wo ich mir jetzt gerade schon wieder ein wenig ins Höschen mache. Plattforming. Furchtbar. I hate Plattforming. I hate it. Weil man einfach mal den Stick sonst einen Meter zu weit drückt und dann ist man irgendwann einfach unten. Für Grobmotoriker echt die Stelle des Todes. Und hier weiß ich gar nicht mehr, was hier war. Der fährt einfach rum, ne? Ja, da kann man draufbleiben, okay. Ich weiß nicht mehr, was hier drin war. Da ist auf jeden Fall schon mal ein Feuermobswerfer. Den sehe ich. Und hier war, glaube ich, nichts. Hallo Feuermobsmann. Ja, natürlich, natürlich. Genau das meine ich. Ich mache doch deutlich weniger Schaden, als ich dachte, dass ich tue. Alter Vater. Hallo Feuermobsmann. Ja, mach mal was. So, Feuermobsmann Nummer 1 weg. Diese Feuermobs-Männer. Ja, da sind, glaube ich, 2. Das sind. Ja, da oben steht der andere. Nein, das war dumm. Das war dumm. Das war auch schön, aber hat nicht gereicht. So. Dann sind die auch Geschichte. Das sind nämlich die, die hier die Klötzchen runterwerfen. Das hat jetzt den Vorteil, dass wir uns gleich unten... Ich will das looten. Ich will es haben. Alter. Brecherstreitaxt plus 1. Wunderbar. Nämlich da unten waren wir und da haben die Klötzchen hingeworfen. Das heißt, wir können da vorne gleich nochmal das Dings looten. Und ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ich bin mir nicht ganz sicher, ist das sogar das weiße, klebrige Zeug. Was wir uns definitiv dann auch sparen für den Flammenschleicher. Dann machen wir nämlich ein bisschen mehr Schaden. Es geht auch ohne Stichwaffen. Ich meine, E-Croc hat prinzipiell recht. Ich bin verbuggt. Yay! Ja, schön. Da man hier jetzt nicht springen kann, habe ich hier irgendwie ein Problem. Ich führe mal derweil den Satz zu Ende. E-Croc hat natürlich recht, in diesem Spiel wird sehr stark zwischen Stoß, Stich und Schlagwaffen unterschieden. Und jeder Gegnertyp ist für irgendwas anderes anfällig. Das heißt, wenn du jetzt mit einer Schlagwaffe zu Stichwaffenmobs gehst, machst du kaum Schaden. Ja, das heißt, hier wären Stichwaffen, wie er schon sagt, prinzipiell die bessere Wahl.
aber ich habe keine vernünftige Stichwaffe. Geschweige denn, möchte ich hier 500 Waffen aufleveln. Hallo, ich möchte... Ah, danke schön. Hatte ich ehrlich gesagt auch noch nicht. Ein schöner Glitch hier. Na, so schnell geben wir nicht auf. So schnell geben wir natürlich nicht auf. Oh Gott, jetzt kommt wieder die Stelle des Todes. Ich sehe es kommen. Na ja, gut, aber ich bin ja natürlich schon nicht menschlich. Aus genau dem Grund, weil ich nicht im Level sterben möchte. Um mir die Welttendenz nicht kaputt zu machen. Aus dem Grund spiele ich auch offline, da wir uns dann halt eben mal mit Glück die Welt-Events anschauen können. Da habe ich beim ersten Durchgang, als ich damals gespielt habe, halt keinen Wert drauf gelegt. Vielleicht schaffen wir das dieses Mal. Und hier haben wir nochmal Ephemer-Augenstein. Genau, Ephemer-Augenstein. So spricht man es, glaube ich, aus. Kalix hat da immer Probleme mit. Das sind quasi die Menschenbilder aus Demon's Souls. Damit kann man sich menschlich machen und kriegt dann auch das letzte bisschen HP wieder. Das machen wir jetzt nicht, weil ich Angst habe, irgendwann mal zu sterben und mir die Welttendenz zu versauen. Deswegen ist quasi für diesen Durchgang der Ring der Adhäsion unser Lieblingsring. Und ich weiß nicht, warum ich früher hier gestorben bin. Ich hatte früher tierische Angst vor dieser Stelle, aber mittlerweile geht es ja. Bin ich irgendwie auch zigmal gerippt. Geh weg! Ja, hatte ich sogar recht, es war das weiße, klebrige Zeug. Das ist sowas wie Goldharz, das haben wir natürlich für uns entdeckt. Und werden das auch gezielt später einsetzen. Ja, und wie gesagt, eine Stichwaffe, die adäquaten Schaden macht, habe ich halt nicht im Gepäck. Das heißt, mein Claymore macht 137 und ansonsten habe ich auch alles... Ich habe keine Stichwaffe in dem Sinne. Okay, vom Breitschwert eventuell... Der R2-Angriff würde als Stich zählen, weil der ja so nach vorne gerichtet ist. Aber ich habe noch keinen E-Stock, ich habe keinen Degen, von daher könnte ich da noch nicht viel machen. Ich müsste es, wenn, kaufen und dann auch natürlich aufwerten, aber die Waffen skalieren dann auch wiederum mit Decks und Decks möchte ich eigentlich in Ruhe lassen. Und ich hasse diese Stelle. Ich hasse sie. Ich glaube, wir machen uns auch zur Sicherheit erstmal voll, denn ihr seht, 2, 3, 4, 5... Und da hinten ist, glaube ich, noch ein Mob. Hier sind 6 und mit etwas Pech kommen die alle. Mit etwas Pech kommen die alle. Ja, wie ich schon sagte. Aber ihr seht, der Bogen bolzt dafür fast schon mehr rein als mein Schwert. Würde das ja eigentlich... Ach ja, Pfeile habe ich auch noch ein paar gekauft. Geiles Spiel. Einfach mal der Bogen, ach, hier ist sogar auch noch einer. Der Bogen, der 500 mal mehr Schaden macht. Und irgendwo sind auch noch Hunde. Ja, da hinten hinter diesen Krügen ist wieder so ein Fire. I see fire inside the room. Burning the less. Das ist nämlich auch so eine Hassstelle gewesen. Yay! Ich mach so immer non-existent Schaden. Hartstein, Hartstein, Schafstein, Schafstein. Naja, ich hätte gerne doch ein bisschen mehr anderes Zeug. Ja! Schönen guten Tag an die Hunde in der Runde. Und jetzt möchte ich erstmal zurück, damit ich weiß, wo zurück ist. Alter. Drei auf einen Streich. Ja, das tapfere Slessylein ist wieder da. Hurra. Dann war ja einfacher als gedacht. Und erstmal alles backstappen, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Muss ich mich mal ein bisschen umgucken. Da vorne ist noch einer. Nein, Backstep versaut. Alter, Futtermann.
Ja, und ich denke und hoffe, ich habe ja auch auf Facebook gepostet, es gab ja ein paar neue Bilder zu Bloodborne. Ich denke einfach mal, so in diesem Stil wird halt Bloodborne auch komplett gehalten sein. Ich glaube nicht, dass es da einen großartigen Stilbruch wie bei Dark Souls gibt, wo man halt 500 verschiedene Gebiete hat, irgendwie eins mit Feuer, einen schönen Wald, viktorianische Straßengänge. Ich denke, es wird alles halt in diesem viktorianischen Stil halt gehalten sein. Müssen wir halt schauen, ob das komplett halt über ein gesamtes Spiel funktioniert oder ob es irgendwann vielleicht ein bisschen trist und langweilig wird. Hallo! Mein Arsch brennt. Arsch ist on fire. Geh weg, ey. Ja, die haben eine Haltbarkeit. Jetzt ist die Frage, sieht man die hier irgendwo? Statusanzeige ändern, Gegenstand ablegen, Statusanzeige ändern. Ja, Strapazierfähigkeit 209 von 220. Also das heißt, wir haben schon 11 Haltbarkeit durch das Rumwubbeln verloren. Es ist nicht wie in Dark Souls, dass es halt schneller kaputt geht, wenn du auf Leichen oder so eindrischt. Ich behaupte mal, den meisten Abzug bekommst du, wenn du stirbst. Dann musst du halt irgendwann reparieren. Dafür gibt's Ätzwettsteine für unterwegs to go. Oder du machst es halt im Nexus für Seelen bei dem guten Schmied, Mann. Ich hasse dich, ich hasse dich. Weil es hier auch so super eng ist. Und ich weiß nicht, irgendwo waren doch... War das hier schon? In irgendeinem Raum sitzt nämlich so ein Typ auf Explosivfässern. Das heißt, wenn du da hingehst, explodiert die ganze Bude. Au. Au, au. Nein! Boah, so schnell kann ich gar nicht blocken. Pussy-Taktik. Ja, machen wir was. Hör auf zu lachen. Einfach mal zwei händig nehmen und wegroffeln. Da steht nämlich auch noch einer. Können wir den einfach auch wegroffeln. Einfach hier durch die Wand. Einfach durch die Wand. Scheiß die Wand an. Na, vielleicht auch nicht. Ich mach mein Schwert nur kaputt, ich seh's kommen. So, da ist Captain Mopsmann auch weg und hier war nix. Gut, dann können wir looten. Looten ist immer gut. Vollmondgras nehmen wir mit. Wunderbar. Hartsteinklumpen, Schafsteinklumpen, das sind, glaube ich, die großen. Und Rheinsteinscherbe. Wir brauchen, weil ich später auf Stärke aufwerten will, Greystones. Ich glaube, Grausteine heißen die in der deutschen Version. Das ist halt immer ziemlich dumm, wenn man halt nochmal in den Wikis nachguckt. Das ist natürlich immer alles auf Englisch. Und wenn man halt den deutschen Kleinen spielt, muss man halt irgendwie übersetzen. Und gerade bei diesen Shones. Ja, nein. Chunks und Shards. Das ist halt immer ein bisschen komplizierter zu übersetzen. Nee, Blomplori, tatsächlich nicht. Ohne Witz. Zum einen knarrt der Stuhl mittlerweile. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hört. Aber der knarrt extrem. Und mir ist das Polster gerissen. Unten auf der Sitzfläche. Das heißt, da ist jetzt ein Loch, wo ich drauf sitze. Moment, bevor ich hier irgendwo hingehe, wo ich noch nicht weiß, ob da Gegner sind. Ja, unter meinem Arsch ist quasi ein Loch. Das heißt, mein Stuhl gibt wirklich den Geist auf. Und ich würde mir halt dann diesmal einen vernünftigeren Gaming-Stuhl und ich sitze jetzt auf dem Ikea-Stuhl und ich weiß nicht, ob man das hier sieht. Ich habe mir jetzt einfach hier eine Decke drunter gelegt, damit ich nicht in diesen Stuhl irgendwann reinfalle. Alter Schwede, ey. Ja, auch nochmal willkommen an die Dazugestoßenen, Dazugekommenen. Seid willkommen. Wir sind hier in der Welt 2.1. Ein Boss bis jetzt tot, also die Phalanx. Und wir wubbeln uns gerade in den Scheinfangkatakomben zum nächsten Boss. Also zum zweiten quasi. Was eventuell noch dauern kann, weil ich mich an überhaupt
wenig erinnere. Hallo, Pickhacken Joe. Ja, hier kriege ich keinen Backstep hin. Nee, ich komme nicht vorbei. Wieso nicht? Du bist zu fett. Pickhacken Joe ist einfach zu fett. Ja, und hier sieht man es, also ich ecke überall mit meinem Schwert hier an, also links, rechts, oben. Das ist ein kleiner Kritikpunkt an dem Spiel. Es ist realistisch, aber es nervt halt manchmal. Also es wäre halt cool, wenn man hier eine kleine Waffe hat, einen Dolch oder so, um dann einfach damit halt arbeiten zu können. Bin ich halt gespannt, wie es in Bloodborne funktioniert, weil man ja diese Waffen ausklappen kann. Aber das auch wirklich nur sinnvoll ist in großen Arealen. Und wenn du da viele enge Gänge hast, muss halt nicht unbedingt sinnvoll sein. Ah, ich wollte dich eigentlich backstabben. Ja, kommst du nicht dahinter? So. Ich weiß es nicht mehr. Wo sind wir? Warum sind wir hier? Wo muss ich hin? Irgendwas scheint hier in diesem Raum zu sein. Na gut, wir können uns erstmal diesen Raum angucken. Wunderbar. Ja, genau, Spike. Sowas hatte ich im Auge. Ich frage mich gerade, war dieser Raum hier schon immer so hart sinnlos? Keine Ahnung, wofür ist der Raum da? Da ist ja noch nicht mal was drin. Ach doch, da. Überreste, die habe ich gerade gar nicht gesehen. Spitzhacke. Ja, wunderbar. Freut euch des Lebens. Wir haben die Spitzhacke gefunden. Ach, da oben ist schon wieder Knatter Joe. Und hier war irgendwo noch ein Knatter Joe. Ich weiß noch nicht mehr wo. Ach so, hier kamen wir einmal runter und sind quasi wieder am Anfang. Ja gut, komm, das können wir uns einmal holen. Falls er da oben nicht die ganze Zeit auf uns castet. Alter, ich bin so dumm. Backstep non-existent. Scharfschein, Starfschein und große. Ah, hier könnten wir ja rein theoretisch, wenn uns Captain Knattermann nicht abknattert. Moment, jetzt müssen wir da einmal gucken. Ja komm, machen wir erstmal die hier. Boah, ich weiß echt das Level-Layout nicht mehr. Und das ist halt der Grund, habe ich auch unter die YouTube-Videos geschrieben, warum ich den LP-Run nicht sofort an der Stelle fortsetze. Ey, ich weiß nichts mehr über das Spiel. Brutal! Zu geil, die Mobs. Ah, jetzt kommt er. Einfach mal zwei hier nicht wegbolzen. So, da kommen wir auch rüber und kommen zu diesem Hebel. Ha, in der Tat. In der Tat. Da oben wäre das Tor, was mit dem Hebel da aufgeht. Ja, ich glaube, ich erinnere mich. Und da oben, den könnten wir eventuell wegsnipern. Mal gucken, wie viel Schaden wir machen. Ob wir Schaden machen. Ob wir treffen. In der Tat. Treffen wir. Und er nicht. Aber er backt nach hinten. Das ist scheiße. Naja, egal. Dann würde ich sagen, holen wir uns als erstes einmal das Item, weil